Heute für euch, warum Lord Voldemort Nagini in einen Horcrux verwandelt hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, bin ich sehr fasziniert von Horcruxen. Nun ja, nicht von dem, wofür sie stehen, aber ich bewundere wirklich, wie sie von J.K. Rowling konzipiert wurden und was erforderlich ist, um einen in der Zeitlinie von Harry Potter zu erschaffen. Wir alle wissen, dass sie als die schlimmste und gefährlichste Form der dunklen Magie gelten. Voldemort hat tatsächlich 6 von ihnen erschaffen, einen davon unwissentlich. Jeder von ihnen hat seine eigenen Abwehrmechanismen und ist äußerst gefährlich. Aber für mich war der gefährlichste, der wichtigste und auch der nützlichste von allen Nagini. Und ja, die Tatsache, dass sie ein Lebewesen war, spielt definitiv eine Rolle, um diese Aussage zu untermauern. Deshalb möchte ich im heutigen Video über Nagini sprechen. Ich möchte darüber sprechen, warum Voldemort sie in einen Horcrux verwandelt hat und warum sie so extrem wichtig für ihn war. Lasst uns direkt in das Video einsteigen. In der Einleitung habe ich gesagt, dass Nagini der wichtigste und nützlichste Horcrux von den 6 ist, die Voldemort wissentlich erschaffen hat. Es gab mehrere Gründe, warum er die Entscheidung traf, ein Stück seiner Seele in einer lebenden, atmenden Schlange zu speichern. Vertraut mir, ich werde sie alle heute behandeln. Aber ich möchte auch darauf eingehen, warum Nagini nicht nur wichtig für Voldemorts Wiedergeburt war, sondern tatsächlich entscheidend für das Überleben des Dunklen Lords. Es wurde immer diskutiert, wann Voldemort und Nagini sich kennengelernt haben. Meine Gedanken dazu sind, dass er sie seit Jahrzehnten kannte, aber nie wirklich ein Bedürfnis nach ihr hatte, bis er kurz davor war, wieder an die Macht zu kommen. Ich glaube, er traf die Schlange, als er noch ein Junge war. Aber das ist nicht bestätigt worden und um ehrlich zu sein, ist es ziemlich schwierig, es herauszufinden. Ich glaube, sie ist Teil des Mysteriums, das Lord Voldemort umgibt. Wir wissen einfach nicht, was er genau in seinem Ärmel hat. Niemand kennt die Verbindungen, die er auf seinem Weg zur Macht gemacht hat. Wenn es um Nagini geht, ist es sicherlich ein Fall von je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Denn der Dunkle Lord ging ein großes Risiko ein, als er sie in einen Horcrux verwandelte. Er war immer noch in seinem rudimentären Körper, einem Körper, der im Grunde genommen bereits für ihn hergestellt wurde. Er war sich des Tributes nicht bewusst, den die Erschaffung in seinem ursprünglichen Körper forderte. Er hatte keine Ahnung, was es ihm antun könnte. Zu diesem Zeitpunkt klammerte er sich noch gerade am Leben, und dann geht er und macht einfach einen weiteren Horcrux. Darüber hinaus war er sich auch nicht bewusst, welche Auswirkungen die Horcrux-Eigenschaften auf ein lebendes Tier haben würden. Er hätte das Tier töten können und einen Teil des Tieres mit Voldemorts Körperlichkeit verschmelzen lassen oder noch viel schlimmer, seinen jetzigen Körper und das Tier mit ihm. Wie auch immer, es funktionierte genau wie er wollte. Und Nagini, die eine Schlange war, war lebendig, was ihren Körper an Voldemort band und auch umgekehrt. Sie wurde dunkler und verstärkte ihre dunklen Emotionen, denn dunkle Magie wird nicht umsonst dunkle Magie genannt. Es machte Nagini zu einer höchst gefährlichen, tödlichen Waffe mit einem Stück von Voldemorts Seele in ihr. Er konnte sich mit ihr auf einer ganz anderen Ebene verbinden, ähnlich wie er es mit Harry Potter tat. Die beiden waren miteinander verbunden. Der zusätzliche Unterschied zu dieser Situation ist, dass Nagini auch einmal ein Mensch war. Sie hatte eine menschliche Seele in sich. Und ich denke, Voldemort wusste, dass ihre volle Seele wütend auf die lebendige Welt ist, was er dann auch noch zusätzlich nutzen konnte. Die Tatsache, dass Voldemort einen Teil seiner Seele in sie zwang, bedeutet, dass ein Teil von Naginis Seele auch dazu gezwungen wurde. Gezwungen wurde, sich zu verabschieden und einfach zu sterben und durch den Teil von Voldemorts Seele ersetzt zu werden. Voldemort hätte viel mehr Kontrolle über die Schlange gehabt und ich möchte ein wenig mehr ins Detail gehen und ein Beispiel geben, das meiner Meinung nach zeigt, dass Kontrolle nicht bedeutet, dass er sie stark beeinflusst oder seine Befehle ausführt. Ich meine, den Besitz ihres Körpers in der Nacht des Angriffes auf Arthur Weasley beweist, dass aufgrund der Verbindung zu Harry Potter, Harry das Gefühl hatte, er sei die Schlange und er kontrollierte die Bewegungen und Schläge, denn Voldemort selbst war die Verbindung zwischen Harry und dem Dunklen Lord. Dies beweist, dass Nagini nicht das Kommando hatte, was Voldemort später mit Harry zu tun versuchte, gegen Ende des Buches. So sehen wir, warum Voldemort die Entscheidung traf, Nagini in einen Horcrux zu verwandeln.
Nagini war so wichtig für den Dunklen Lord, weil ihr Gift ihn tatsächlich am Leben hielt. Dadurch hatte er eine schwache Gestalt, schwache Arme und schwache Glieder. Es war, als wäre ein Kind in den Händen von Pettigrew um 100 Jahre gealtert. Es wird auch spekuliert, dass für die Erschaffung seines physischen Körpers die lebensspendende Eigenschaft des Giftes eine entscheidende Rolle spielte, um den Dunklen Lord von einem Geist in ein Wesen zu verwandeln. Werfen wir einen Blick auf den eigentlichen Namen und die Herkunft von Nagini. In hinduistischen und buddhistischen Traditionen sind Nagas eine Rasse von halbgöttlichen Schlangen mit großen Kräften und eine weibliche Naga wird als Nini bezeichnet. Nagas haben eine Affinität zu Wasser, tragen das Lebenselixier und symbolisieren sowohl Fruchtbarkeit als auch Unsterblichkeit. In der malaysischen Tradition ist der natürliche Feind der Naga der Phönix. Es ist daher offensichtlich, dass die Symbolik hinter Nagini gut recherchiert wurde. Diese Schlange war anders als alle anderen Wesen, mit denen sich der Dunkle Lord jemals verbunden hatte. Ich glaube wirklich, dass das einzige Beispiel war, das zeigte, dass er sich tatsächlich um etwas anderes als sich selbst kümmerte. Er behandelte sie mit Respekt, er schätzte sie, und das nur, weil er wusste, dass sie ein Mensch ist. Ich habe das kurz vorhin erwähnt, aber wenn wir darüber nachdenken, wie Voldemort von dem Wissen profitieren könnte, dass Nagini ein Mensch ist oder menschlich war, gibt es eine Antwort auf diese Frage und diese ist natürlich Loyalität. Warum, fragt ihr vielleicht? Ganz einfach, Nagini wollte wieder ein Mensch sein und wer ist die einzige Person auf dem Planeten, die dazu fähig sein könnte, sie so zu behandeln und eventuell sogar zurückzuverwandeln? Natürlich Voldemort. Es ergibt keinen Sinn, dort zu sitzen und zu sagen, dass das unmöglich ist, dass er den Maledictus nicht rückgängig machen könnte. Ist ja nicht so, als hätte Voldemort nicht schon vorher Dinge getan, die man für unmöglich hielt. Diese kleine Sache der Schaffung von 6 Horcruxen und der Erlangung der Unsterblichkeit. Voldemort tat es. Keine große Nummer für ihn. Der Dunkle Lord liebte es, die erste und meist die einzige Person zu sein, die in der Lage war, bestimmte Zauberkünste zu erreichen. Und ich bin sicher, dass er wirklich glaubte, er könnte Nagini helfen. Aber am wichtigsten ist, Nagini glaubte, dass er ihr helfen könnte. Als Horcrux würde sie unempfindlich gegen magische Angriffe wie andere Horcruxe sein. Der einzige Unterschied ist, dass die anderen Horcruxe keine großen Giftschlangen sind, die sich sofort auf dich stürzen und danach verschlingen könnten. Ich hoffe, ich habe ein gutes Argument dafür geliefert, warum Lord Voldemort Nagini in einen Horcrux verwandelte und warum sie der gefährlichste Horcrux von ihm war. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.